Zunächst einmal die wirtschaftliche Lage in unserem Land kann man rundum als gut beschreiben. Wir sind im 8. Jahr des Aufschwungs. Wir haben erneut einen Wirtschaftszuwachs von 2,4% mit 44 Millionen Menschen in Beschäftigung. Viele sprechen bereits von einem zweiten Wirtschaftswunder in Deutschland. Unterm Strich kann man also sagen, die Lage ist hervorragend. Gleichwohl müssen wir darauf achten, auch in Zukunft diese Situation des ökonomischen Aufschwungs beibehalten zu können. Und das wird uns nur gelingen, wenn die Rahmenbedingungen dauerhaft eben die Voraussetzungen dazu bieten. Dafür müssen wir schauen, dass das Steuerrecht vereinfacht wird, dass Steuern gesenkt werden, vor allem für kleine und mittlere Einkommen. Wir müssen darauf achten, dass das Kapital, das wir in unserem Land haben, nämlich nicht an Rohstoffen, sondern an Menschen in den Köpfen investieren. Wir müssen mehr für Bildungspolitik ausgeben und wir müssen darauf achten, dass wir mit der Infrastruktur in unserem Land, vor allem bei Breitbandausbau, mehr Gas geben.